Hey und willkommen zu meinem neuen Format, dem Format Frag einen. Heute mit der ersten Folge Frag einen Gescampten. Es sollen weitere Folgen folgen, so wie Frag einen Scammer, Frag einen Moderator, Frag einen Admin, Frag einen Serverbesitzer vielleicht, Frag einen YouTuber, Frag einen neuen Spieler und viele weitere. Ihr habt die Möglichkeit, unter dieses Video eure Fragen für die nächsten Videos zu schreiben. Das heißt, wenn ich jemanden interviewen soll und ihr dem Fragen stellen wollt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare von diesem Video und ich nehme sie auf für das nächste Mal. Hallo Leute! Ich bin Always Brocky. Ich spiele auf CB16 und wurde um alles gescammt, was ich besaß. Hallo Always Brocky. Wie lange spielst du schon auf Griefer Games? Ich habe jetzt eine Spielzeit von 537 Stunden und spiele aber erst seit 3 Tagen wieder aktiv. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Mein Name hat mit meinem Nachnamen zu tun in Real Life. Der Hund von meiner Oma hieß so und dann dachte ich mir, ich schreibe es so. Ich habe aber erst vor ein paar Monaten erfahren, dass ich es sogar falsch geschrieben habe, weil es nicht mit I, sondern mit Y geschrieben wird, aber ich habe es trotzdem so behalten. Um was genau wurdest du gescammt? Ich wurde um mein Gas gescammt, was einen Itemwert von über 100.000 hatte, um ein Drachenei und um insgesamt 15.000 Dollar noch dazu. War das der erste Scam an dir? Nee, ich wurde schon öfter gescammt, also insgesamt wahrscheinlich schon über 600.000, aber ja, war jetzt in dem Jahr wahrscheinlich der erste Scam. Was wir gerne wüssten ist, wie genau ist der Scam eigentlich abgelaufen? Ich habe einen Channel auf Teamspeak eröffnet, wo ich gesagt habe, jeder kann reinkommen. Dann ist halt ein Spieler gejoint und hat gesagt, ja, ich verkaufe Supreme-Kisten. Und was würdet ihr dafür bieten? Habe ich gesagt, ja, aus Spaß irgendwie so, weiß nicht, 10.000. Habe ich gesagt, ja. Und dann irgendwie hat er mich so verwickelt, dass er dann gesagt hat, ja, für dein GS-Drachenei und für dein Geld würde ich dir und deinem Freund, weil ich spiele ja mit meinem Freund noch zusammen, jeweils für jeden 5 Supreme-Kisten geben. Und dann dachte ich mir, ja, okay, weiß nicht, ob ich das machen soll. War halt komplett naiv und hab's dann doch gemacht, ohne Mittelsmann und so. Ja, und dann wurde ich gescammt. Wie kommt es, dass du diesem Handel auf diese Weise zugestimmt hast? Was hat dich überzeugt an der Stelle? Überzeugt hat mich, dass der Spieler ziemlich reich geschienen hat, hatte auch Supreme und weißen Präfix und so. Und dann dachte ich mir, ja, okay, eigentlich kann der nicht scammen. Und ja, ich hab's einfach. Ja, verkackt. Hast du irgendeine Form von Videobeweis oder Screenshots oder eine Audio-Mitaufnahme? Nee, habe ich nicht gemacht. Was würdest du nächstes Mal anders machen? Nächstes Mal anders machen? Ich würde erstmal schauen, wer dieser Spieler überhaupt ist. Ich würde mich über den Spieler bei so einem großen Handel erstmal, sag ich mal, informieren und schauen, ob der sich schon öfter umbenannt hat und somit halt auch als Scammer in Frage kommen könnte. Ich würde wahrscheinlich erstmal auch einen Chat schreiben, ob jemand den kennt und halt auf jeden Fall Mittelsmann suchen. Die sichere Art und Weise. Was empfiehlst du unseren Zuschauern, damit sie nicht wieder gescammt werden? Empfehlen würde ich erstmal einen Mittelsmann zu suchen, dem man vertrauen kann. Weil ohne einen Mittelsmann, dem man nicht vertrauen kann, ist man eigentlich auch schon fast gescammt. So. Und halt auch erstmal gucken, wer er überhaupt ist, weil wenn er dann scammt und du schaust im Nachhinein, so wie ich, dass der Spieler sich im Jahr schon 5-mal umbenannt hat und insgesamt schon über 9-mal, ist halt nicht wirklich nicht gut, sag ich mal. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal an, was du genau verloren hast, das heißt, wir schauen gleich nach deinem Grundstück. Ja. Ich sage dir aber trotzdem schon mal danke, dass du mitgemacht hast und danke für die Einverständnisse, deine Stimme in diesem Video zu verwenden. Gerne doch. Und wer dem lieben Always Brocky, wenn er gleich sehen, was er alles verloren hat, beim Neustart helfen möchte, der kann ihm gern was in seinen Spendenbrunnen werfen, wenn du schon wieder einen hast. Nee, habe ich noch nicht. Hast du noch nicht?
Werde ich wahrscheinlich sowieso noch bauen. Aber du hast ja mit Sicherheit ein CB16 PH Always Procky aktuell noch. Ja, habe ich. Okay, das heißt, du stellst da einfach schnellstmöglich einen Spendenbrunnen auf oder einen Spendentrichter. Und wer dir helfen möchte, der kann da was hinspenden oder kann das Ganze auch mir geben mit der Info, dass das Ganze für den Always Procky ist. Dann gebe ich das Ganze natürlich weiter. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz an, was genau er verloren hat. Und ja, gehen wir einfach mal rüber. So, Always Procky, jetzt stehen wir hier vor dem Grundstück, das du verloren hast, richtig? Ja. Wie viele Stunden hast du in das Grundstück reingesteckt? Ich spiele erst seit 4 Tagen, aber insgesamt wahrscheinlich schon über mindestens 40 Stunden. Okay. Für das Verständnis der Zuschauer, ich hatte das so verstanden, dass du zwar erst seit wenigen Tagen wieder auf Griefer Games bist, dass du aber vor einem Jahr oder so schon mal gespielt hast, richtig? Das ist korrekt, ja. Okay, das heißt, letztlich kann man dich ein bisschen wie einen neuen Spieler sehen, der gerade sich angefangen hat, eine neue Existenz hier aufzubauen und dann plötzlich war alles weg. Ja, ich hatte ja davor, als ich vor ein paar Tagen wieder angefangen habe, auch nichts. Also, ich hatte 2000 Dollar und habe das hier alles mit 2000 Dollar in ein paar Tagen gebaut. Also, Man sieht, du hast hier ein recht großes Lager gehabt. Das Grundstück gehört aktuell nicht mehr dir. Es gehört aber auch nicht mehr der Person, die dich gescammt hat. Er hat das scheinbar direkt und schnell weiterverkauft. Und ja, derzeit ist unklar, ob die Person, die es gekauft hat, deswegen sagen wir auch nicht, wem das Grundstück gehört, mit der anderen Person unter einer Decke steckt oder ob diese Person das tatsächlich einfach, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, legal erworben hat von dem anderen, ohne zu wissen, dass es vorher gescammt wurde. Ja, das ist korrekt. Also man sieht, hier sind einiges an Kisten. Ich weiß nicht, wie voll die waren, aber du sagtest ja irgendwas von einem Materialwert um die 100.000, die dir verloren sind. Ja, die sind alle voll hier. Plus die 40 Stunden Arbeitszeit, die du reingesteckt hast. Ist natürlich ein herber Verlust. Ja. Ich war irgendwie auch fast leicht selber schuld. Ja, es gibt doch einiges, was man dafür tun kann, um Scams abzuwenden. Und ein wenig leichtfertig war es an der Stelle, ja. Was? Mir bleibt nur zu sagen, lasst euch nicht scammen. Es gibt viele Möglichkeiten zu scammen und alle sind mehr oder weniger bekannt. Schaut euch die Videos für Anti-Scamming an. Ich werde demnächst auch noch ein paar veröffentlichen mit aktuellen Scam-Methoden, mit altbekannten Scam-Methoden, weil ich doch immer wieder mitbekomme, dass ganz besonders junge Spieler gerne auf altbekannte Scam-Methoden hereinfallen. Ja, Scam ist nicht offiziell verboten, das heißt aber noch lange nicht, dass es erlaubt oder moralisch korrekt wäre. Wenn euch das neue Format gefallen hat, dann zeigt doch das Ganze, indem ihr einen Daumen unter das Video setzt. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der macht das bitte und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut doch gern auch montagsabend um 21.15 Uhr in meinen Livestream rein oder alternativ Donnerstag 17.30 Uhr in die neuen Folgen der Redstone-Schule. Dieses Format plane ich, wenn dann freitags um 20 Uhr immer zu veröffentlichen, also zu einer schönen Primetime. Und ich beabsichtige durchaus, wie ihr am Anfang schon gehört habt, einige weitere spannende Folgen. Lasst euch nicht auf solche Deals ein wie der liebe Always Procky, denn wir sind hier schon sehr, sehr, sehr nah an Echtgeldhandel. Supreme-Kisten zu kaufen für echtes Geld gegen Ingame-Währung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht sogar als Echtgeldhandel gewertet werden würde. Von daher, lasst einfach die Finger davon, lasst euch nicht veräppeln, gebt nicht zuerst, droppt nicht zuerst, egal was euch jemand erzählt. Ja, holt euch einen MM, wenn es um größere Deals geht. Und ja, bleibt scamfrei vor allen Dingen. Bis zum nächsten Mal und ich bin sehr gespannt, ob ich einen echten Scammer finde, den ich interviewen kann und einen echten Echtgeldhändler finde, den ich interviewen kann. Oder halt erstmal einen Moderator oder ähnliches. Bis dann, euer Ruhig83.